Ja, hallo, hier ist der Julian von techfocus.de und heute von einem Dell-Event in London. Dort hat nämlich Dell den Dell XPS 27 vorgestellt für den europäischen Markt, beziehungsweise für Deutschland. Wir haben hier ein schickes All-in-One-Gerät mit besonders flachem Design und einem 27 Zoll Display, welches verbaut ist. Wir haben natürlich auch hier Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, zweimal USB, einen SD-Kartenslot und eben vorne, wie gesagt, das wirklich schicke große 27 Zoll Display, welches eine Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten hat. Wir haben natürlich auch eine Tastatur und Maus mitgeliefert, welche natürlich mit Funk zurechtkommen. Wir haben die neuesten Ivy Bridge Chipsets hier mit Windows 7 verbaut. CPU kann zwischen einem 2,8 GHz i5 und einem 3,1 GHz i7 gewählt werden. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher lassen sich verbauen. Und optional kann auch ein Blu-ray-Laufwerk hier ausgestattet werden. Und auch natürlich ein SATA-SSD-Laufwerk, falls man das eben will. Als Grafiklösung kommt die Nvidia GT 640M mit 2 GB Speicher zum Einsatz. Und wir sehen eben hier den Slot in DVD bzw. Blu-ray-Brenner. Wir haben hinten auch noch diverse Anschlüsse, wie zum Beispiel einen für den TV-Tuner, also für den SAT-Anschluss, ein HDMI-Out, ein HDMI-In, falls zum Beispiel noch eine Spielekonsole anschließen wollt. Einen digitalen Audioausgang, einen Mikrofonanschluss nochmal und natürlich den Stromanschluss. Hier oben haben wir noch eine Webcam, die man per Schalter auch direkt schwarz machen kann, falls man diese eben nicht gerade nutzen will. Kann man das eben so rüberschieben und dann ist die Webcam schon dunkel. Wir haben natürlich auch USB 3.0 verbaut, einen Gigabit-Netzwerkanschluss, falls man das eben auch per Kabel mit dem Netzwerk verbinden will. Und eben, ja, wie gesagt, alles in diesem schicken, flachen Gehäuse, den man sich ins Wohnzimmer stellen kann oder auch nicht. Das Gerät kostet in den USA 1399 US-Dollar. In Europa bzw. in Deutschland wurde der Preis noch nicht bekannt gegeben. Erscheinungsdatum ist auch noch nicht bekannt. Aber ich denke mal, es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis das schicke 27 Zoll Gerät auf den Markt kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.